Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus CGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe hier am Bahnhof jetzt ja doch, weil ich das irgendwie in den Vergleich nicht richtig gefunden habe, vielleicht bin ich auch bloß so dusselig, aber das ist normal bei mir, dass ich zwei Waren miteinander vergleichen kann. Dachte, das geht irgendwie, aber vielleicht, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier klassischerweise das wieder so aufgebaut und jetzt müssten eigentlich genau auf jeden dieser vier Förderbänder, das sieht sehr gut aus, die Sachen rauskommen. Das heißt also, hier geht ungefähr mal bloß die Hälfte rein von allem dem, was man da kommt, ne? Und das reduziert jetzt natürlich den Durchlass ein wenig, jetzt pro Ware. Aber insgesamt sollte es den Durchlass erhöhen. Vier Förderbänder sind 240 von denen, die da durchgehen. Das sollte eigentlich genau das sein, was man eh braucht. Es bricht sich aber hier halt eben hoffentlich nicht allzu sehr runter. Nö, das ist, baut sich gleich dann irgendwann durch. Aber ja, okay, also es geht noch. Wenn es in homöopathischen Dosen kommt, dann scheint es immer relativ schnell dann auch durchzugehen. So, jetzt müssen wir aber ganz kurz noch ein paar Fehler beheben, die wir gemacht haben bei dem Produzieren oder bei dem, wo die Produkte rauskommen. So, hier, keine Ahnung, ist anscheinend nicht angeschlossen. Sollte aber eigentlich angeschlossen sein und sollte eigentlich auch durchgehen. Aber ja, hier sieht man schon, das kann so nicht funktionieren hier. Das ist ein bisschen komisch. Und hier kommt irgendwann an, deswegen muss das da ankommen. Nee. Wie soll da nicht das ankommen? Ah, da kommt auch das falsche Produkt an. Okay, hier kommt noch ja nichts an. Ich weiß nicht, warum. Weil es nicht geliefert wurde. Und hier kommt auch noch nichts an beim Chrom. Ne, gut, okay. Also hier haben wir auf jeden Fall noch eine Verkabelungsschwierigkeiten uns eingebaut, die da nicht hingehört. Das passt ja hier. Aber das muss eher da dran und das muss von woanders was kriegen. Das heißt also, hier ist sozusagen das falsche Material schon mal hingelaufen. Gut, naja. Hat sich ja doch die Position von einigen Sachen, haben sich ja geändert. Und dass da jetzt eventuell das ein oder andere kleine Problem entstanden ist, das kann ich jetzt leider nicht vom beschweisen. So, dann kommt jetzt mir hier das Richtige durch. Jetzt muss ich hier natürlich einmal aufsammeln alles, was da nicht reingehört. Gute ist, es kommt erstmal nichts Neues nach hier. Wir haben noch größere Probleme, so ist es nicht. Aber zumindest kommt jetzt da erstmal dann nur das an, was auch ankommen soll. Jetzt müssen wir einmal hier leer saugen. Ich hoffe, dass ich die Patties nicht mitnehme. Nee, dass ich nur das Zeug mitnehme. Das muss ich denn hier oben drin halt verstreuen. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Irgendwann sollte da sich auch nichts mehr durchverteilen. Das ist dann wieder ein Unfug dort. Ah, die waren wieder sinnlos im Kreis rum. Naja gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Saugen wir auch diesen Port leer. Da müssen wir dann halt eben mit dem anderen Material dran. Was hier sozusagen kommt, ne? Dieser Anschluss, der müsste dann nicht da dran. Aber das kriegen wir dann auch noch hin. So, das Material wurde aber noch nicht geliefert, was man dazu braucht. Das ist auch so eine Sache. Die finde ich jetzt, sag ich mal, mal. Aber gut, ist halt so. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir verstopfen uns natürlich jetzt hier das. Hab ich hier noch Platz? 16k sind da drin. Ja, die schmeiße ich da erstmal wieder zurück. So. Damit ich das erstmal wieder im einen drin habe und den anderen Rest schmeißen wir dann da oben rein. So, dann sollte dann jetzt hier erstmal der Bereich denn funktional wieder zumindest das haben, was er braucht. Beim anderen Bereich muss man mal gleich gucken, ob das hier alles geht. Und dann sollten hier eigentlich Prozessoren hergestellt werden können. Oder später. So, ansonsten ist nichts weiter passiert. Also mein Bau hier oben sollte jetzt langsam fertig sein. Also die machen noch ein bisschen Sand, aber dann ist gut, ne? Ja, das ist okay soweit. Und dann können wir hier sozusagen mit den Gleisen dann weiterbauen, damit wir dieses Karree fertig haben und dann da später unser Wolfram bzw. Tungsten weiter verarbeiten können in alle möglichen Formen, die wir brauchen. Und da müssen wir ja Kobalt anliefern und so und so euch alles. Also da ist ja ein bisschen was, was man da braucht. Ich weiß noch nicht, warum dieses Silikonnitrit nicht ankommt. Das müsste eigentlich auch ankommen. Oder ob das sogar schon mal angeliefert werden wollte oder nicht irgendwie konnte oder so. Da müssen wir gleich nochmal nachgucken. Oder ich fordere es gerade nicht mehr an. Dass ich das rausgeschmissen habe wegen Dummheit. Auch möglich. Oder dass es wirklich nicht anlieferbar ist. Das wäre aber sehr, sehr, sehr merkwürdig. So, okay. Dann haben wir das jetzt hier erstmal behoben. Hier unten ist noch ein großer Fehler. Also mehrere große Fehler. Da habe ich immer die falschen Ausgänge, glaube ich, dran. Stellen so. Ich
weiß auch nicht, warum das hier 5 sind. Das weiß ich auch noch nicht. Warum sind das da 5? Die ist nicht hier oben. Ah. Sieg mal. Den brauchen wir ja nicht. Der ist zu viel. So. Dann wollen wir das erstmal da ranlegen. So. Gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, warum das Material da nicht ankommt. Das muss ja auch einen Grund haben. So, da die Kohle kommt jetzt da an. Okay. Wir gucken mal. Ich hab's. Hier ist es drin. Okay. Und hier ist auch die Anforderung drin. Ist auch an. Also sollte es auch kommen. Da müssen wir mal im Silikonwerk nachgucken. Das ist mein Silikonwerk. Hier. Und da ist davon nichts da. Warum ist davon nichts da? Wo soll es denn herkommen? Nee. Wo sollte das herkommen? Kommt das hierher? Kommt hierher? Warum kommt es hier nicht her? Electric Chemical Furnace. Okay, dann müssen wir nochmal hochfahren. Da scheint die Produktion davon gar nicht da zu sein. So, hier kommt ein bisschen was an jetzt rangepudert. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Okay, okay, okay. Da ist dann da oben noch ein schwereres Problem. Na gut, dann müssen wir. Lösen wir jetzt erstmal hier unten die Probleme. Da haben wir nämlich die falschen unterirdischen Förderbänder durchgeleitet. Das müssen wir natürlich lösen noch. So, hier keine Prozessoren. Das sorgt dafür, dass denn hier nichts ankommt. Das ist okay. Was ist das denn hier wieder für ein Förderband? Das ist auch irgendwas schief gelaufen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf Förderbänder, die hier rauslaufen. Eins. Wer ist das denn? So, das gehört damit dazu. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Verstehen die Wesen für mich? Oder das ist einfach was falsch rum hier? Tja, alles klar. Okay, gut. Okay. Alles klar. Jetzt sieht es wieder. Jetzt sieht es ein bisschen hübscher aus. Jetzt sieht es zumindest aus, als wenn es eine Chance hätte zu funktionieren. So. Also hier, das geht da richtig rein. Aber hier ist der Ausgang irgendwie. Auf dem. Das ist doch schon komplett falsch. Das darf doch schon gar nicht sein. Wieso ist der Ausgang denn da drauf? Der muss doch. Warum liegt das da drauf eigentlich? Wo sollten der jetzt ablegen? Ja Gott, das ist ja ein Durcheinander. So, also der hat alles bis auf Prozessoren. Und wo liegt der ab? Der liegt hier ab, ne? Ja, der liegt hier ab. So, also, das ist schon mal falsch hier. Und das ist falsch. Und das hier oben ist auch irgendwie ziemlich falsch. So, also nochmal, wo liegt der ab? Der liegt hier oben ab. Aha. Wie auch der da oben. Aha. Aha, aha. Jut, 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 jut. Nehme ich da oben ab auf dem Verband. Wird er hier und dann hier und dann so. Ist zwar jetzt nicht die schönste Lösung, aber ist das mal eine Lösung. So. Okay, so der legt also hier ab. Heißt also, das Verband hier. Kurz nochmal ein. So, bis dahin. So. Ein bisschen die ganze Scheiße noch. Achso, ich muss mal den anderen Bots noch loswerden hier mit den. Sekundenstücken. Moment, hier muss ich mal noch oben rein versuchen reinzuschmeißen hier. Jetzt ist ein paar.
in die Produktion loswerde. So. Die restlichen Monosilikone schmeißen wir hier rein. Ach, ist ja nicht mehr so viel. So. Ich habe auch so noch ein paar Sachen schon aufgenommen, die ich nicht haben will, aber das muss ich alles noch durchsortieren wieder oder einsortieren, dann kriegen wir aber hin. Da haben wir hier noch Werke, wo wir es unterkriegen, was wir da jetzt aufsammeln. So. Ansonsten, hier stimmt es ja alles, ne? Also hier muss... Ja, irgendein Draht durch, ist richtig, dass da der falsche drin steht, ist noch dicht noch da dran, hier Kunststoff. Da kommen die beiden durch, ja, das sieht alles ganz gut aus hier. So, und hier kommt dann der Prozessor, der erste, ne? Mhm. Ja. Okay. So, das haben wir dann hier. Das heißt, hier kommt der, ist der Ausgang. Ich hätte hier vielleicht den Ausgang einfach auch mit markieren sollen. Ich denke, das wäre die cleverste Variante gewesen, um das Chaos hier jetzt nicht so extrem werden zu lassen. So, dann das hier einmal mitgenommen, den ganzen Kram. Und der legt nämlich hier drauf ab. Also der legt da drauf ab, ja. Sehr gut. Dann hier durch. So, das passt. So, und jetzt müssen wir hier diesen Schrutz, den wir hier zusammengesammelt haben, auflösen. Mit Unfug treiben. Das dauert aber ewig, wie du die hier kriegst. So, das müssen wir jetzt hier alles auflösen. So, und das löst sich am dümmsten auf, indem ich mich hier unten ranstelle, glaube ich. So ernst ist ja nicht. Das geht ja hier überall rein. Na gut, also da sammeln wir jetzt ein bisschen was von auf von dem schönen Solder. Das ist natürlich in aufgewickelter Form, wesentlich einfacher zu transportieren. Ach, wie sagt man das, ne? So, gehen wir hier einmal quer durch. So, dann wir hier nach unten gehen. Und dann haben wir den Gang zumindest hoffentlich schon mal erledigt. Aber dass ich da irgendwo mich verhaspelt habe beim Kopieren vom Bau. Ich hatte gehofft, dass ich es nicht gemacht habe, aber naja. Hoffnung ist immer so, ne? Das letzte Mittel. Leider Gottes wurde die Hoffnung mal wieder. War jetzt immer voll. Ah, wir haben auch ein paar blaue Chips auch gesammelt. Warte mal. Da loswerden so. Und dann gehen wir mal mit dem Draht los hier. Da können wir gleich den Solder loswerden. Ich finde noch irgendwas. Diese Dinger hier. Hier los. So. Und dafür müssen wir ein bisschen Platz haben für den schönen Solder. Solder Dash. So. Ich nehme wahrscheinlich auch mal ein bisschen Blaues mit. Überlaufen. Kann ich aber hier einsortieren. Bauchchips da. Naja, das ist das harte Lernen, ne? Und das Lernen durch Schmerz so ein bisschen. Wenn jeder wieder so ein Mist baut. Muss ich gleich wieder abliefern. Gut, und dann müssen wir oben mal gucken. Ich denke, da stehen einfach die falschen Werkzeuge dafür, um das herzustellen. Gehe ich ganz fest von aus. Zählt sich hier das da und ja, da stehen die falschen Öfen. Das muss jetzt im Chemical Furnace gemacht werden. Okay. Okay, das. Okay, das bedeutet noch ein bisschen mehr, ne? Der Chemical Furnace ist, glaube ich, größer. Von der Bauform her. Das ist gar nicht mal so einfach, das da oben zu ersetzen. Und dann, dass da noch genügend produziert wird. Okay. Mal gucken, ob das überhaupt platztechnisch dahin passt. Alles voll.
komischen Fieberbretter habe ich auch schon in der Hand. Oh, da kann ich hier welche loswerden. Und blaue Chips werde ich hier bekanntlich aber auch so. Hier jetzt gar nicht mehr so viele, da aber noch ein paar. Los. Sehr gut. So, dann sammeln wir jetzt mal den Rest dann hier. Das bedeutet ja richtig Umbau da oben im Silikonwerk, um das herzustellen. Na gut, okay. Das ist fair. Oder Chemical Furnace aufbauen. So, jetzt sollte aber erstmal hier alles, was viel gelegen hat, richtig liegen. Chrom kommt nicht an, weil wir noch kein Chrom haben in der Menge. Das kann ich mir vorstellen. Da müssen wir auch nochmal hingucken, dass wir dann bei der Chromproduktion, was da so los ist. Könnte auch sein, dass da ein anderer Bahnhof sozusagen bevorzugt wird, dass hier das Chrom liegt. Nee, hier ist auch kein... Oh, hier sind keine grünen Chips gerade. Aber von der Chrom scheint auch leer zu sein, oder? Die grünen Chips und daneben das Produkt ist auch weg. Das Chrom, ja. Obwohl hier noch Chrom liegt zum Verbauen. Also ein bisschen ist da noch. Aber nicht mehr viel. Okay, also hier mangelt es eher an grünen Chips. Okay. So, wie sieht es generell mit dem Bau aus hier? Ja, okay, das könnte gleich fertig sein hier, ne? Dann können wir das Pickup noch machen, dass er hier alles einsammelt, was da so rumliegt, ne? Dass er das hier auch wegreißt und so. Und dann müssen wir mal gucken, was wir mit dem Bau machen hier. Den müssen wir von Hand abreißen. Den möchte ich hier vielleicht behalten. So, gut, dann geht es jetzt erstmal aber hoch in das Dingswerk. Oh, hier habe ich auch was vergessen. Okay, sehe ich gerade. Hier habe ich die Kreuzung nicht fertig gebaut. Okay, gut. So, aber sonst sollte hier alles auch da ankommen. Die ICs werden ja auch produziert. Sieht sehr gut aus. Alles klar. Schön. Ach ja, ich habe von hier aus noch geschossen, stimmt. Steht er jetzt hier noch in Halb-8-Stellung. So, wenn ich jetzt hier oben hinfahre zum Silikonwerk, müsste ja das da sein, ne? Nee. Was ist denn das Ding mit dem Silikonzeug? Silikon, wo ist denn das? Ein Silikon ist hier. Ah ja, hier. Wenn ich da jetzt hier oben hinfahre, dann werden die da oben gleich beschossen, ne? Ist egal. Geschütze haben wir ja hier noch dabei. So. Geschosse habe ich ja hier noch dabei. Leeres Frachtinventar, volles Frachtinventar und das nicht. So, dann fahren wir da mal hin. Sollte der Zug sozusagen da den Bereich da oben drüber schon mal leer schießen, während wir uns was überlegen, wie wir das bauen mit dem Chemical Furnace. Habe ich hier einen Chemical Furnace in der Hosentasche? Ich denke nicht, ne? Doch, ich könnte welche haben, weil da gibt es eine Anforderung für. Da ist er, Chemical Furnace 3, okay. Auch wieder Sachen hier. Wie sieht es eigentlich aus hier unten mit den Produktionen? Die arbeiten fleißig. 153 ist auch fast voll. Der hat 150k gelagert. Der produziert richtig gut. Zwei sogar irgendwie. Achso, hat gerade wahrscheinlich erst zwei leer. Der holt gerade ab hier. Okay. Der rote produziert nicht. Okay. Und der braune produziert auch nicht. Okay, so. Genau. Hier sind wir jetzt im Kampf, ne? Dann sehen wir ja. Da wird jetzt hier oben, naja, der Bereich wird leer geschossen. Ist okay. Kann er machen. So, und jetzt müssen wir hier aber dran. Dann müssen wir hier das ein bisschen anders aufstellen. Mal so ein Chemical Furnace. Der ist nämlich, glaube ich, 5x5 und nicht 3x3. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Chemical. Da. Der ist ein bisschen größer. Das müssen wir dann ein bisschen anders organisieren hier. Gut. Heißt also erstmal hier unten. Das weg. So, dann müssen wir abreißen hier. Okay. Gut, naja, das ist dann so. Kann ich das oben raus transportieren lassen? Nee, ne? Nee. Gut, dann sammeln wir das ein und dann lassen wir einmal abreißen hier.
muss dann weg und dann müssen wir hier mit Chemical Furnace arbeiten. Ist das zwei beidseitig? Ist doch beidseitig auch noch. Das ist ja Wahnsinn. Da habe ich mir richtig Mühe gegeben. Dann müssen wir gucken, wie breit wir wären, wie viel wir hier hinstellen können. Und dann müssen wir damit zufrieden sein, was hier reinpasst, ne? Ist halt so. Das ist dann so. So, meine lieben Abreißer. Einmal bitte diesen Bereich entleeren hier. Zack. Nach oben können wir ja noch ein bisschen gehen, aber ja, so, dass wir da oben noch rankommen, sondern wenn wir den hier unten auch abkappen. Und das Material einsammeln. Kann ich hier oben die Container schmeißen, das stört ja nicht. Bin ich voll. So. Stört ja nicht, wenn ich hier ein bisschen davon noch ein bisschen mehr reinlege. Muss die hier noch einkürzen. Oh, guck mal, da kommt irgendein Produkt nicht an. Braun. Warum nicht? Braune Bolus gibt's nicht. Warum gibt's keine braunen Bolus? Was ist da los? Ist wirklich nicht. Warum produziert ihr nicht? Weil ihr dazu Freak Wastewater nicht loswerdet. Okay. Und das werdet ihr nicht los, weil entweder keine Züge oder das Klärwerk verstopft mit Schwefel. Nö, mit Schwefel verstopft ist es jedenfalls nicht. Auf keinsten Fall. Baut hier ordentlich Schwefel raus, ja. Okay, gut. Und hier ist auch nichts verstopft. Na gut. Dann wahrscheinlich keine Züge, okay. Das kann ja auch passieren, sowas. So, und dann müssen wir jetzt hier auch das Abrisskommando holen und sagen, man nimmt mir das alles mit hier. Bis dahin erstmal. Dann werden wir das hier mal ganz kurz bis dahin einkürzen hier. Muss ja nicht unbedingt bis dahin stehen. Jetzt kann ich da hier reinlegen. So. Und dann können wir hier nochmal den Abreißer. Wo ist er? Zunehmen. So. Ja, und dann lassen wir uns was Schönes einfallen, was wir da hinbauen, ne? Damit wir das Zeug wieder produziert kriegen. Wie voll sind die Kisten? Ja, passt die voll noch. So. Okay. Dann haben wir das erstmal soweit geklärt. Dann würde ich sagen, mache ich das in der nächsten Folge. Und dann haben wir wieder das. Ach Mensch, nee, also wegen Wasser, das, wie viel brauche ich davon eigentlich momentan in unserem Chipwerk? Wie viel brauche ich davon? 18 pro Sekunde, das geht noch. Das wird sich hier ergeben. Also Silikon habe ich auch bloß zweimal die 45er Förderbänder hier, ne? Die dann nach oben gehen. Monosilikon, oder? Oder nee, Monosilikon kommt gerade gar nicht raus, oder wie was? Nee, die produziere ich wieder woanders. Da braucht man hier irgendein anderes Material. Das muss man ja noch wieder aufspritzen, ne? Irgendwas braucht man. Nee, sind zwei wieder in der Nähe. Ja, Silikonerz kommt gerade auch überhaupt nicht an. Aber das liegt daran, dass es das braune Bolus nicht gibt. Gut, okay. Verstehe ich. Bin auch nur lückenhaft und schemenhaft. Alles klar. Das soll es gewesen sein für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.